Die Kombination aus Photovoltaik und Weidehaltung? Das klingt zunächst ungewöhnlich. Doch Agri-Photovoltaik bietet Landwirtinnen und Landwirten die Möglichkeit, Energie zu erzeugen, ohne wertvolle landwirtschaftliche Fläche aufzugeben. Wie das in der Praxis aussieht und welchen Mehrwert es für Tier, Boden und Klima bringt, schauen wir uns heute auf dem Naturlandbetrieb von Josef Wieser an. Der Betrieb liegt im Bayerischen Wald auf einer Höhe von ca. 600 Metern. Auf dem Betrieb leben etwa 20 Mutterkühe mit Nachzucht und ca. 40 Fresser zum Mast. 6 der Fresser bewohnen seit Anfang des Jahres ein Weidestück von knapp 2 Hektar, auf dem eine Agri-PV-Anlage errichtet wurde. Photovoltaik spielt am Betrieb Wieser schon lange eine Rolle. Also PV machen wir mir eigentlich am Betrieb schon 20 Jahre, auch immer stetig gewachsen. Sprich auf Gebäude oder auf Lagerhallen, die neu errichtet worden sind, sind auch wieder PV-Anlagen gebaut worden. Aufgrund dessen, dass ich eigentlich auch immer schon Freifläche machen wollte, haben wir da ein wenig spekuliert, wo wir die Freifläche installieren könnten. Haben verschiedene Aspekte eingeflossen, sprich wo passt es am besten für uns, wo ist die Fläche, die bei vielleicht maschinell nicht so top zum Bewirtschaften ist. Ursprünglich gedacht war es jetzt noch nicht aus Agri-PV. Das ist erst im Laufe der Planungsphase dann, hat sich das rauskristallisiert. Aufgrund des Einspeisepunktes und auch der Einspeisehöhe, also sprich, wie viel man KW einspeisen kann an dem Punkt, hat sich das also rauskristallisiert, dass eigentlich die Spezifikation hofnahe Agri-PV in maximaler Größe von 1 Megawatt oder genauer gesagt 999 kW für uns das Optimalste wäre. Bei der Flächenauswahl hat Josef Wieser darauf geachtet, dass es eine Fläche ist, die von Haus aus schwer zu bewirtschaften war und daher schon extensiv genutzt wurde. Die ausgewählte Fläche wurde bereits zuvor als Weide genutzt. Daher war klar, dass die Fläche auch weiterhin als Weide mitgenutzt werden soll. Ja, dann haben wir in die Planung gegangen und mit der Sonderanlage in dieser Form, die wird als privilegiertes Bauvorhaben geführt. Also sprich, das ist für einen Landwirt ein Bauvorhaben, wenn er irgendwo eine Maschinenhalle oder einen Stall oder so etwas baut. Trotzdem muss dann ein Bauantrag stehen von der Gemeinde und das wird dann weitergeleitet ans Landratsamt. Das Genehmigungsverfahren verlief schnell, nur etwa 5 bis 6 Wochen. Wieser betont, wie wichtig der persönliche Kontakt zu den Behörden war. Wir haben nicht gewartet, bis dann wieder Rückmeldung kommt, sondern ich bin eigentlich die Fachstellen schon aktiv abgelaufen. Das und das möchte ich machen, das und das haben wir vor. Passt das so, können wir das so machen. Und darum ist das auch relativ zügig genehmigt worden. Weil natürlich wir eh schon von Haus aus Biobetrieb oder Naturlandbetrieb waren, natürlich auch schon die entsprechenden extensiven Flächen vorhanden waren. Das ist uns zugute gekommen, auch bei den Ausgleichsmaßnahmen, weil natürlich die Flächen schon sehr extensiv waren und natürlich auch gewünscht war, dass die erhalten bleiben, der extensive Status. Nach der Genehmigungsphase konnte Josef Wieser zügig mit dem Bau starten. Gebaut wurde schließlich eine Anlage mit 4 Wechselrichtern mit je 250 Kilowatt Höchstleistung. Unser Gelände war relativ schwierig oder steil in dem Fall, hat natürlich auch beim Bau die eine oder andere Herausforderung geführt, wenn man die Baumaterialien da hinbringt. Also das war schon eine logistische Herausforderung für beide Seiten. Vor allem der Transport des 20 Tonnen schweren Trafos stellte ein heikles Unterfangen dar. Die einzelnen Photovoltaikmodule sind jeweils um 20 Grad geneigt. Durch die natürliche Neigung des Hanges fügen sie sich aber gut in die Landschaft mit ein. Ausgerichtet sind die Module zum größten Teil Richtung Süden. Die Reihen untereinander, die sind 10 Meter. Also wir haben auch von dem ausgegangen, dass wenn man einen Mähvorgang macht, dass man ohne Probleme mit 2 Mähwerker da drin mähen kann. Da die Fläche weiterhin als Weide für Rinder genutzt wird, wurde besonders auf eine stabile Bauweise und Schutzmaßnahmen geachtet. Dabei ist eine Mindesthöhe der Ständer von 2,10 Meter einzuhalten. Außerdem müssen Kabel und Sockel, die sich in Reichweite der Rinder befinden, entsprechend gesichert werden. Auch beim Zaun setzt Wieser auf Sicherheit. Also eine Anlage wird ja sowieso eingezäunt, meistens durch Maschendraht oder durch einen festen Draht. Wir haben das in dem Form gewählt, dass wir die Weide mit einem
den Wolfszaun eingezäunt haben. Der hat sich bei uns so angeboten, weil es vorher schon Weide war und weil wir im Wolfsgefährdungsgebiet sind. Zum Zeitpunkt unseres Drehs im Juli 2025 war die Anlage noch nicht ans Netz gegangen. Der Grund? Eine ausstehende EU-Genehmigung für den Bonusaufschlag bei der Einspeisevergütung. Ohne diesen Bonus wäre die Anlage wirtschaftlich kaum tragbar. Sobald die Anlage in Betrieb genommen wird, kann der Betrieb von Josef Wieser dazu beitragen, den Anteil von fossil erzeugtem Strom zu reduzieren. Außerdem bietet die Anlage in heißen und trockenen Sommern, die durch den Klimawandel zunehmend auftreten, Schatten für die Tiere. Vom Schatten können auch die Pflanzen profitieren. Unter die Platten ist groß schneller und saftiger gewachsen, wenn immer die Platten. Also da war aufgrund dessen, dass da scheinbar schon die Ausdunstung, die Austrocknung vom Boden, vor allem wenn es ein wenig länger Drucker ist, wird da ein wenig verhindert. Und wir haben auch festgestellt, dass selbst unter die Platten drin, vor allem weil da mehr feucht ist, das Gras besser wächst, weil nicht mehr die Platten. Die Agri-Photovoltaikanlage von Josef Wieser zeigt eine praktikable Möglichkeit, um Landwirtschaft und Energieerzeugung auf einer Fläche zu vereinen, ohne die Bewirtschaftung einzuschränken und mit Mehrwert für Tier, Boden und Klima.